Stundenlohn berechnen, die Step-by-Step-Anleitung. Jedes Einkommen kann am Ende des Tages auf einen bestimmten Stundenlohn heruntergebrochen werden. Das kann hilfreich sein, wenn beispielsweise verschiedene Jobangebote verglichen werden sollen. Und abgesehen davon gibt es auch bestimmte Branchen, in denen ohnehin pro Stunde abgerechnet wird. Auch kann die Benennung des Nettostundenlohns hilfreich in der Gehaltsverhandlung mit deinem Chef sein. Und bevor ich im Detail auf die Berechnung des Stundenlohns eingehe und die Besonderheiten zeige, hier ein rascher Überblick zu den wichtigsten Eckpunkten. Stundenlohn berechnen, das Wichtigste in aller Kürze. Die Berechnung des Stundenlohns. Um den eigenen Stundenlohn mit einigen Abweichungen aber dafür schnell zu berechnen, kannst du deinen Monatslohn durch die Anzahl der durchschnittlich pro Monat geleisteten Stunden dividieren. Beachte dabei jedoch, dass Sondereffekte nicht berücksichtigt werden und du auch noch Steuern zahlen musst. Berechnung der durchschnittlichen Monatsstunden. Um zu ermitteln, wie viele Stunden du pro Monat im Schnitt arbeitest, summiere die geleisteten Stunden von 3 Monaten und dividiere sie durch 3. So erhältst du deine durchschnittliche Stundenanzahl basierend auf 3 Monaten. Wenn du deinen Stundenlohn auf Basis dieser Zeitdauer ermitteln möchtest, musst du deine Wochenarbeitszeit mit 13 multiplizieren. Rechte bei der Anstellung auf Stundenlohn. Wer pro Arbeitsstunde bezahlt wird, ist gewissermaßen auf Abruf, was für Unternehmer besonders günstig und flexibel sein kann. Doch der Gesetzgeber hat vorgesorgt, um zu vermeiden, dass Unternehmen Menschen ausnutzen können, die pro geleistete Stunde bezahlt werden. Dazu ein paar rechtliche Vorgaben in Stichworten. Es muss ein Arbeitsvertrag mit konkreten Arbeitszeiten vorliegen. Die Arbeitszeiten müssen regelmäßig sein. Auch bei schlechter Auftragslage hat der Arbeitnehmer Recht auf die Bezahlung der gewöhnlich vereinbarten Arbeitszeiten. Als Minijobber müssen dir mindestens 4 Tage im Voraus deine konkreten Arbeitszeiten mitgeteilt werden. Stundenlohn berechnen Step by Step. Um den Stundenlohn zu berechnen, verwendest du am besten die folgende Formel. So ermittelst du deinen Stundenlohn auf Basis des Durchschnitts von 3 Monaten. Deine Überstunden sind in dieser einfachen Berechnung nicht berücksichtigt. Besonders schnell kannst du deinen Stundenlohn mit der oben erwähnten Formel in Excel berechnen. Selbstverständlich gibt es auch praktische Online-Rechner zur Ermittlung deines Stundenlohns. Zur besseren Veranschaulichung werden wir nun ein konkretes Berechnungsbeispiel zur Ermittlung des Stundenlohns durchführen. Monatslohn brutto 2000 Euro, Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden 40. Die Berechnung. 3 mal 2000 Monatslohn brutto gleich 6000 Euro. 6000 Euro geteilt durch 13 gleich 461,54 Euro. 461,54 geteilt durch 40 Arbeitsstunden pro Woche gleich 11,54 Euro pro Stunde. Bei einem Bruttomonatslohn von 2000 Euro und einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden ergibt sich also ohne Berücksichtigung von Überstunden oder sonstigen Sonderzahlungen ein Stundenlohn von knapp über 11,50 Euro. Als Selbstständiger oder Freiberufler stellst du deinen Auftraggebern ein Angebot, das nach deinem Stundenlohn berechnet wird. Der setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, die in einem anderen Beitrag näher beschrieben werden. Denn hier musst du zum Beispiel auch Phasen mit schlechterer Auftragslage einkalkulieren. Eine Rechnungsfunktion wie die in CevDesk erleichtert dir sowohl das Angebot als auch das Rechnungenschreiben. Wie viel bleibt netto von meinem Stundenlohn übrig? Nachdem der Lohn pro Stunde brutto berechnet wurde, stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel schlussendlich netto ausbezahlt wird. Vom monatlichen Bruttoeinkommen gehen noch Beträge für Steuern und Sozialversicherung ab. Dementsprechend kommt es darauf an, in welcher Steuerklasse du bist. Für eine einfache Umrechnung kannst du online verschiedene Brutto-Netto-Rechner nutzen. Steuerfreie Lohnzuschläge, worauf du achten musst. Für Nachtarbeit, Arbeit an Sonntagen und Arbeit an gesetzlichen Feiertagen müssen Arbeitgeber deutlich tiefer in die Tasche greifen. Hier sind Zuschläge in unterschiedlicher Höhe gesetzlich vorgeschrieben. Mehr dazu findest du in unserem Blog. Hier geben wir dir auch Infos, welche Abzüge gerade bei Zuschlägen in geringerer Höhe anfallen. Denn merke, wenn dein Grundlohn pro Stunde vergleichsweise im unteren Bereich liegt, hast du durch Überstundenzuschläge eine perfekte Möglichkeit, um dein Einkommen zu steigern. Du verdienst deutlich überproportional mehr, da die Überstunde besser bezahlt wird und dann noch zusätzlich der Zuschlag nicht von der Lohnsteuer und der Sozialversicherung betroffen ist. Fazit: Der Stundenlohn ist die kleinste Einheit, über die du dein Einkommen ermitteln und verschiedene Jobs vergleichen kannst. Wenn du pro Stunde bezahlt wirst, ist es wichtig, deine Rechte zu kennen. Wirst du mit pauschaler Vergütung bezahlt, kannst du gleichzeitig deinen Lohn pro Stunde ermitteln. Wichtig ist, dass du bei allen Berechnungen genau bist und Mittelwert heranziehst, also nicht nur einen Monat einzeln betrachtest. Hat dir das Video gefallen? Dann lass uns ein Like da, abonniere unseren Kanal, um noch mehr solcher Videos zu sehen.